Hallo und herzlich willkommen. Oh, entschuldige. Oh. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Natürlich Hannah Hanne und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu Vlogmas-Türchen Nummer 5. Viel Spaß mit dem Video. Wir machen beim heutigen Vlogmas-Video meinen Adventskranz. Der erste Advent ist zwar schon vorbei, aber das ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall finde ich es immer mega, mega schön, wenn die Kerzen mit so einer Schnur umwickelt sind. Da mache ich immer so ein paar Bahnen, so, keine Ahnung, ein Drittel der Kerze ungefähr voll. Und dann ja, mache ich noch schöne Anhänger ran oder klebe noch irgendwelche Sachen auf oder mache ja, so Weihnachtskugeln dran. Genau. Zusammenhalten tue das Ganze dann immer mit Heißkleber, womit man auch ein bisschen aufpassen muss bei Kerzenwachs. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das normalerweise immer. Hier seht ihr dann auch nochmal, wie ich da ja so einfach die Schnur drum wickel. Ganz easy, ganz einfach, sieht aber einfach mega, mega schön aus. Hier habe ich mir dann zwei solche Mini-Christbaumkugeln ausgesucht. Die habe ich auch einfach auf die Schnur aufgewickelt und dann um eine Kerze gebunden. Genau, hier mache ich die vorletzte Kerze. Könnt ihr nochmal schön sehen, wie ich da die Schnur drum wickel und es einfach mit der Heißklebe festmache. Dann habe ich mir einen echten Kranz gekauft. Das ist das Einzige, was ich in meinem Adventskranz dieses Jahr gekauft habe. Natürlich die Kerzen auch, aber die ganze Deko und das ganze Zeug, was ich benutzt habe zum Dekorieren, hatte ich zu Hause. Ich habe mir geschworen, ich kaufe dieses Jahr nichts und verwende erstmal alles, was ich da habe. Und da habe ich auf jeden Fall so eine Lichterkette gehabt und die habe ich da einfach drumherum gewickelt. Das sieht echt irgendwie mega, mega süß aus. Und ja, habe dann mit vier solchen Kerzenhalter die Kerzen festgemacht und klebe sie auch mit Heißkleber immer unten ein bisschen fest. Das ist zwar nicht das Stabilste, aber man sollte ja sowieso immer dabei sein, wenn Kerzen in der Wohnung brennen. Deswegen ja, passt so. Ja, hier ist der nackige Adventskranz und in 3, 2, 1 kommt der fertige Adventskranz. Oh mein Gott, ich finde ihn wirklich richtig, richtig schön gelungen. Da habe ich jetzt leider die Kerzen bzw. die Lichterkette, glaube ich, nicht an. Sehr, sehr schade. Ja, hier zünde ich dann noch die erste Kerze an am ersten Advent. Und es sieht einfach so, 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 so süß und schön aus und freue mich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme und die eine Kerze anzünden darf. Bald schon zwei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.